Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge ATS hier auf Alpha Logistik, in der wir mal wieder, wie auch in den letzten Folgen, auf der Projekt Reformer Map unterwegs sind, also in Mexiko. Und ich zeige euch gerade mal, von wo nach wo wir fahren. Wir stehen hier in, wo auch immer, und fahren einmal hier rüber. Eigentlich wollte ich hier in diesen, ich nenne es mal Bundesstaat fahren, ich habe aber keinen Auftrag dahin gefunden, also vielleicht fahren wir dann im nächsten Part dorthin. Aber die Strecke hier sieht auch interessant aus. Irgendjemand hatte sich, Reformer mit Triple Trailern gewünscht, als ich mal so eine Umfrage gemacht habe, was ihr sehen wollt. Und ja, einen Triple Trailer habe ich nicht gefunden, aber ich glaube auch damit hier könnte die Strecke schwierig werden. So, wir machen das Ding jetzt erstmal an. Licht. Okay, Licht scheint an zu sein, er sagt es mir nur nicht. Gut. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal langsam aber sicher los. Ist ein relativ langer Trailer, deswegen müssen wir in dem Fall wohl tatsächlich auch mal hier und da so ein bisschen aufpassen und gucken, wie wir die Kurven nehmen und sowas. Da geht's nämlich schon los, wie ihr seht. Lenken die hintersten Achsen eigentlich mit? Nein, das tun sie nicht. Okay, weil das hätte mir in der einen oder anderen Kurve vielleicht nochmal den Arsch retten können. Aber nee, das ist einfach nur, weiß ich nicht, ein Trailer an einem Trailer? Wofür zum Teufel ist der eigentlich da? Ich will's gar nicht wissen. Wir fahren einfach. Vielleicht für die Gewichtsverteilung oder so. Ich glaube, das hatte ich in einem Livestream schon mal gefragt. Weiß gar nicht mehr, ob ich da eine valide Antwort darauf bekommen habe. Aber ist ja auch egal. Wir fahren auf jeden Fall heute mal wieder ein bisschen durch Mexiko mit dem Kenworth hier, den ich ja relativ gern fahre eigentlich. Ist halt einer der Trucks, die von Anfang an im Spiel sind. Das merkst du an der Qualität hier und da. Aber so vom Sound und vom Innenraum und vom Design finde ich den eigentlich echt cool. Deswegen fahre ich den auch ganz gerne mal. Jetzt muss man natürlich warten, bis eine riesengroße Lücke kommt, damit wir es schaffen, uns auf die Straße hier einzufädeln. Ich kann im Zweifelsfall natürlich auch einfach jemanden um die Vorfahrt nehmen, aber das wäre, glaube ich, nicht so cool. Deswegen stehen wir jetzt einfach mal hier rum und drehen so ein bisschen Däumchen. Bis vielleicht irgendwann in diesem Leben mal kein Auto mehr kommt. Ein Saab-SUV, also das ist ja wieder so eine General Motors Badge Engineering-Scheiße gewesen damals. Das ist unfassbar eigentlich. Ja, die zwei da hinten noch und dann können wir wohl endlich rausfahren, ne? Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr ausholen können, sollen, müssen. Aber, naja, wir gucken gleich mal. Wir fahren jetzt erstmal einfach hier gerade raus. Und dann lenken wir hier nach rechts ein. Und machen wir wieder auf. Und dann sollte das aber eigentlich, also ich meine, ja, das hat auch ganz gut funktioniert. Links haben wir jetzt halt ein bisschen Schotter, ein bisschen Straßenrand mitgenommen. Aber so allgemein funktioniert das doch ganz gut. Und ich muss ja sagen, ich bin tatsächlich mittlerweile oder momentan, zu dem Zeitpunkt, an dem ich das Video hier aufnehme, bin ich sehr, 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 sehr gehypt. Hier gibt es kein Rechtsfahrgebot, ne? Ist eh scheißegal. Bin ich sehr gehypt auf Oklahoma. Das neue DLC ist nämlich gerade der SCS Software Blogpost zu Cities and Settlements Part 1 gekommen. Und also gestern, der 28. Februar, glaube ich. Und da habe ich richtig Bock drauf, wenn ich mir diese ganzen Orte auf dieser Map angucke und sowas, das ist schon ziemlich cool. Und da freue ich mich richtig drauf. Also vielleicht ist Oklahoma ja... Okay, gut, nein. Ich glaube, dass es bis zu dem Video draußen ist, ist relativ unwahrscheinlich, weil das Video hier wird wahrscheinlich Ende März kommen, 27. oder sowas. Und bis dahin wird Oklahoma, glaube ich, nicht kommen. Aber ich denke mal, es wird schon in der ersten Jahreshälfte dieses Jahr kommen. Ich glaube, das ist der Plan. Ich meine, das mal irgendwo gelesen zu haben. Es ist ja auch ein relativ kleines DLC jetzt im Vergleich zu Texas und Montana. Es ist ja relativ überschaubar. Was ich aber auf jeden Fall auch noch in diesem Video machen wollte, ich wollte mal in die Kommentare zu dem allerersten Projekt Reformer Video reingucken, was ich gemacht habe. Das ist nämlich mittlerweile online und da gibt es die ersten Kommentare zu. Deswegen wollte ich da mit euch einmal drüber quatschen. Ich guck mal. Viele Leute sind von der Map begeistert, bringt Abwechslung rein. Bergstraße im Südwesten, davon ist der Marius fasziniert, okay. Und der Marius hat auch noch geschrieben, das war mir ganz wichtig. Übrigens ist der Map auch nicht nur Mexiko enthalten, es sind auch viele neue Bereiche in Kalifornien und Nevada hinzugekommen. Denn dieser Map-Teil nennt sich Sierra Nevada Legacy, welcher einfach irgendwann zur Map hinzugefügt wurde und damals war es noch ein eigenständiges Projekt. Und da gucken wir doch einfach mal, ob wir da schon irgendwas sehen, was uns neu vorkommt.
Ja, Palm Springs und sowas, Palm Desert, das ist doch alles normalerweise nicht da, oder? Hier dieser Bereich. Brawley vielleicht auch nicht. Also so der, ja doch, okay. Ich sehe, was da hinzugekommen ist, zumindest ein Teil davon. Hier auch Lone Pine und Bishop und so. Oh, hier ist ja Yosemite Valley. Hier ist ja einige. Eieiei. Wie konnte mir das eigentlich nicht auffallen? Das ist ja. Ja. Und ich glaube, hier diese Stadt, die sah vorher auch anders aus. Also ich glaube, die haben da auch ein bisschen was überarbeitet unter Umständen. Ja, Leute. Ich glaube, mit der Reform haben wir noch ein bisschen länger zu tun tatsächlich. Also das finde ich cool. Wusste ich nicht, weiß ich jetzt. Und das, was die da so in Kalifornien und in Nevada gemacht haben, das werden wir uns dann bei Gelegenheit, denke ich auch, auf jeden Fall mal anschauen. Danke, Marius, an der Stelle für den Tipp. Auch wenn das Video hier kommt, dein Tipp vielleicht schon 5, 6 Wochen her ist und du dich gar nicht mehr erinnerst, dass du den Kommentar geschrieben hast. Egal. Dann hat auch noch jemand, das Skiller hat geschrieben, dass sie sich aus mehreren kleinen Map-Mods zusammensetzt. Jeder hatte einen eigenen Entwickler und so weiter. Und vor einiger Zeit wurden die zur Reformer-Map zusammengesetzt. Map wird auch weiterentwickelt, veraltete Teile werden aufgefrischt. Oh, was ist denn mit euch los? Und hat er noch geschrieben, ich habe nur in Erinnerung, dass der Teil der Halbinsel in Niederkalifornien oder Langestrich an der Westküste von Mexiko nicht so wirklich gut aussah. Überlege ich gerade mal. Er meint ja damit wahrscheinlich das hier, oder? Aber das fand ich eigentlich, ich bin da ja lang gefahren, also hier unten bin ich ja lang gefahren, das fand ich eigentlich ganz okay. Vielleicht ist das hier. Ich glaube, Tijuana fand ich auch hässlich. Ich habe mir die Map nämlich vor Ewigkeiten, also wirklich Ewigkeiten mal angeguckt, vor einem Jahr oder so. Also vielleicht doch nicht vor so vielen Ewigkeiten. Aber ich habe mir die Map vor einem Jahr oder so schon mal angeguckt und da war ich nur in Tijuana und so ein, zwei Städte drumherum und das fand ich mega hässlich und habe die Map dann daraufhin wieder gelöscht. Also kann gut sein, dass er das meint. Auf jeden Fall vielen Dank für euer Feedback. Die Anzahl der Kommentare unter dem letzten, also unter dem ersten Projekt Reformer Video, die waren ziemlich krass. Also das war wirklich, das waren relativ viele Kommentare. Und das freut mich natürlich. Wenn die Map gut bei euch ankommt, wenn ihr da mehr zu sehen wollt, ist das geil. Und bin auf jeden Fall gespannt, was wir jetzt auf unseren Touren hier über die Map noch zu sehen werden. Also jetzt, wo ich auch weiß, dass auch Kalifornien und Nevada Überarbeitungen bekommen hat. Finde ich schon gut, muss ich sagen. Werden wir uns angucken. Aber eins nach dem anderen. Erst wenn ich auch die Strecke da hoch wirklich irgendwie frei habe. Weil ihr seht ja, ne, wie soll ich einen schnellen Auftrag da hoch finden? Das nördlichste, wo ich je war, ist da, wo wir jetzt gerade sind. Und da sind wir immer noch ziemlich weit weg. Aber irgendwann gucken wir uns das definitiv auch nochmal an. Momentan kommen ja auch ATS-Videos wöchentlich wieder. Das hatte ich ja, glaube ich, 2021 und auch Anfang 2022 fest so. Dass zwei ETS-2-Videos und ein ATS-Video, boah, muss man zum Logopäden hier, dass halt ein ATS-Video jeden Mittwoch kommt und dann montags und freitags ETS-2-Videos. Hatte ich ja mal eine Zeit lang relativ fest und ist dann aber irgendwie wieder untergegangen und so weiter und so fort. Ich will das aber wieder einführen, weil, habe ich ja in den letzten Videos auch schon drüber gesprochen, der ATS macht mir einfach sehr viel mehr Spaß momentan als der ETS-2. Und deswegen will ich dem ATS diese Aufmerksamkeit auch geben. Wir müssen jetzt hier. Okay, da kommt keiner. Müssen wir mal gucken, dass wir mit unserem Trailer dann nicht irgendwie auf den Bordstein. Ja, geht schon. Und dann kommen wir hier vielleicht auch mal so ein bisschen auf eine Straße, wo man ein Stückchen schneller fahren kann. 90 km/h sind hier. 56 Meilen. 56 Meilen sind 90 km/h? Krass. Wir stellen ihn mal auf 60 Meilen, der wird eh nicht so viel schaffen. Aber wir haben halt noch 134 Meilen zu fahren und ich habe nicht sonderlich viel Zeit zum Aufnehmen heute. Ich muss nämlich gleich nochmal los. Ich habe meine Zwischenprüfung von der Ausbildung. Ja. Und weil ich sehr früh wach war und die Prüfung erst um 11 Uhr losgeht und ich sonst nichts Besseres zu tun habe, nehme ich ein ATS-Video auf. Und funktioniert ganz gut. Ja. Aber ich kann mir natürlich nicht zu viel Zeit lassen, weil ich muss bald auch mal los. Deswegen hoffe ich natürlich, aber gut, dafür habe ich mir auch die falsche Strecke ausgesucht. Aber 20 Minütchen hätte ich tatsächlich noch. Also wenn das Video noch 20 Minuten geht. Dann habe ich es auf jeden Fall noch rechtzeitig zur Prüfung geschafft. Dann würde es insgesamt eine halbe Stunde gehen, was natürlich auch krass wäre. Ich habe mittlerweile auch eine aktuellere Version vom Traffic Pack von Jazzycat installiert. Frische ich ja einfach so ab und zu mal auf. Ich hole mir nicht immer jedes Mal die neueste Version, wenn nur ein, zwei Autos dazugekommen sind. Aber so alle ein, zwei Monate lade ich mir mal eine aktuellere Version runter.
Und in der aktuellsten Version soll unter anderem auch ein Ford Fiesta Stufenheck dabei sein. Phänomenal hässliches Auto. Also ihr wisst ja wahrscheinlich, ich bin ein riesengroßer Ford Fiesta-Fan. Wenn ich hier über meinen Monitor gucke, steht auf dem Regal hinter meinem Monitor auch ein 1:18 Modell von einem 2014er Fiesta ST. So wie ich ihn auch in echt fahre. Aber das Fiesta Stufenheck, was es in Amerika damals gab, lässt er mich rein. Weißt aber, wie lang mein Trailer ist, oder? Dieses Fiesta Stufenheck, was es in Amerika eine lange Zeit gab und ich glaube auch in Australien und sonst irgendwo, ist ja wirklich das Hässlichste, was die je gebaut. Also es ist wirklich unfassbar hässlich. Wenn man sich so ein Auto kaufen kann, verstehe ich bis heute nicht. Warum sollte man denn einen Kleinwagen als Limousine mit Stufenheck haben wollen? Das geht mir nicht in den Kopf. So, einmal links abgebogen. Dann beschleunigen wir, würde ich sagen, gleich wieder auf unsere 56 Meilen die Stunde, 90 km/h. Guck mal, hier haben wir halt auch so eine Werkstatt am Arsch der Welt und so. Ui, den Honda Accord, da hat es aber übel zerrissen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was kann eigentlich unser Infodisplay? Das war das Navi. Was kann eigentlich unser Infodisplay hier, wenn wir mal so ein bisschen durchschalten? Ja, gar nicht mal so viel. Ich habe jetzt gehofft, dass ich vielleicht irgendwo digital noch die genaue Geschwindigkeit sehe, die ich gerade fahre, aber das ist dann zu viel. Gut, das Ding ist halt aber auch von... Ich meine, das war drin, als der ATS neu rauskam, war dieser Truck hier schon mit drin und der ATS kam raus. Wann war denn das? War das 2015 oder 2014 oder war das sogar 2016? Bin gerade am Überlegen. Ich kann es aber mal kurz nebenbei googeln. Sekunde... Ey, bist du dein Handy entsperrt? Das ist so schlimm. Ich habe zwar Face ID, aber es braucht trotzdem ewig. Andererseits ist mein Handy auch 4 Jahre alt. Deswegen wird es vielleicht einfach mal... Ach, Zeit für ein neues. So, American... Ist vielleicht nicht die beste Straße, um nebenbei was bei Google einzutippen. Dass meine Autokorrektur das Wort Truck nicht kennt, ist eigentlich aber auch eine Frechheit. So, American Truck Simulator... Wann war der Release? 2. Februar 2016. Das heißt, 2016 gab es dieses LKW-Modell auf jeden Fall schon und der wird 2016 auch noch nicht brandneu gewesen sein. Das heißt, dieses Ding hier ist locker mal 7 Jahre alt oder so. Wahrscheinlich 8, 9, 10. Dafür ist der Innenraum aber doch ganz okay. Relativ modern. Wenn man das mit einem mit dem vergleicht, was damals hier in Europa noch gebaut wurde, oder auch mit dem, was damals in Europa neu eingeführt wurde, Actros MP4 oder so. Da ist der Innenraum hier, also zumindest von der Tachoeinheit, jetzt nicht viel unmoderner, finde ich. Ich bin auch ein bisschen verschnupft, merke ich gerade. Auf der Arbeit haben tatsächlich ein, zwei Leute wieder Corona. Ich hoffe, ich gehöre jetzt nicht auch dazu. Auf jeden Fall nachher mal einen Test machen. Vorteil wäre, ich hätte mehr Zeit zum Aufnehmen. Nachteil wäre, mir würde zu Hause natürlich die Decke auf den Kopf fallen. Deswegen hoffen wir mal, dass es das nicht ist. So, wir fahren jetzt hier aber mal ganz langsam um die Kurve rum. Okay, die KI hält sich auch relativ weit außen. Das finde ich geil. Sodass du hier Zeit hast, auch ein bisschen auszuholen, damit du eben nicht mit deinem Trailer über, ja, über das Gras da hinten fährst halt, ne? Geil. Sieht einfach nur geil aus. Wobei, als Daycap würde ich diesen Kenworth hier cooler finden. Als riesengroße Kabine mit Schlafraum hinten und sowas, finde ich den von außen gar nicht so hübsch. Ich finde, das Design kommt auf der ganz normalen Daycap ein bisschen besser, also die Front und sowas. Das ist aber natürlich eine Geschmackssache. So, jetzt halten wir uns aber natürlich auch vorbildlich außen, so wie die KI es eben bei uns gemacht hat. Aber ihr seht im Spiegel, es bringt nichts. Wir sind trotzdem mit unserem Trailer eigentlich, ja, im Endeffekt direkt an der Linie. Krass. Aber es macht natürlich auch Spaß, sowas zu fahren, weil es ist halt eine Herausforderung. Oder, naja, was heißt Herausforderung? Es ist ja jetzt auch nicht brechend schwer oder so. Aber du musst halt ab und zu schon mal gucken und aufpassen. Und das hast du halt mit den meisten Frachten und Trailern hier im ATS und auch im ETS 2 nicht. Und vor allem im ETS. Ich meine, wisst ihr, durch was für enge Dörfer, vor allem in Deutschland, LKW-Fahrer manchmal fahren müssen? Und im ETS hast du davon irgendwie gar nichts und da sind alle Straßen ewig breit. Ich meine, in Amerika glaube ich sogar, dass die meisten Straßen, auf denen wir hier unterwegs sind, so breit sind. Vor allem in den USA. Aber in Deutschland, Leute, ihr kennt es ja selbst. So am Arsch der Welt richtig kleine, enge Ortschaften und da fährt halt ein LKW durch.
Und das teilweise wirklich regelmäßig. Also jetzt nicht irgendwie, der hat sich verfahren oder so, sondern das ist wirklich irgendeine Bundesstraße, irgendeine Durchgangsstrecke. Das würde ich mir halt für den ETS 2 sehr, 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 sehr wünschen. Weil irgendwie so enge Dörfer, oder auch in Frankreich muss es sowas ja total viel geben. Aber im Vive la Force DLC, ja gut, wir haben Dörfer, aber die sind... Ja, gut, da hätte ich aber auch nichts anderes machen können, weil wenn ich mich weiter rechts gehalten hätte, dann wäre ich... Gut, ich hätte anhalten können. Das wäre vielleicht relativ schlau gewesen. Als ich gesehen habe, dass mir ein LKW entgegenkommt, hätte ich eigentlich den Anker werfen müssen. Aber schaut euch das mal an. Wir waren jetzt bestimmt mit dem rechten Reifen wieder beim Fahrbahnrand. Wir waren hinten mit dem Trailer trotzdem nicht mehr in unserer Spur. Das ist halt einfach geil. Das macht Spaß zu fahren. So, ich gebe jetzt mal nicht... Ja, okay. Ich wollte jetzt eigentlich gerade vom Gas gehen und ein bisschen langsamer fahren, damit der Kollege, der uns hinter mir überholen wollte, auch in Ruhe überholen kann, aber da kam natürlich der Gegenverkehr. Hätte das eh nicht mehr hingehauen. Aber es ist irgendwie eine coole Region hier. Es macht Spaß zu fahren. Optisch sieht es, finde ich, auch ganz gut aus. Vielleicht keine 10 von 10, aber es ist auch nicht hässlich, auf keinen Fall. Macht echt Spaß, hier gerade so ein bisschen durchzuheizen mit dem Ding. Ich denke, wir werden wirklich ein weiteres Video machen, wo wir von dem Ort, wo wir jetzt hinfahren, weiter Richtung Osten fahren. Vor allem, weil da ja auch ein ganzer Staat, also Bundesstaat quasi auf uns wartet. Ich weiß halt nicht, ob das in Mexiko auch Bundesstaat heißt. Den wir noch nicht gesehen haben, der wartet da auf uns und da können wir bestimmt auch noch einiges Neues sehen. Guckt euch mal den Fluss hier an. Cool, cool. Gefällt mir. Okay, hier sind nur noch 50 an, die halten wir uns lieber auch. Weil bei den Kurven, die wir hier teilweise haben, sollten wir vielleicht nicht zu schnell fahren. Vor allem, wenn Gegenverkehr kommt mit unserem Trailer. Das wäre, glaube ich, nicht so schön. Warum vibriert mein Handy eigentlich ständig? Okay. Nichts Wichtiges, wunderbar. Ich glaube, man sieht an der Reformer-Map auch mal, wie vielfältig Mexiko von seiner Landschaft ist. Ich meine, wir haben hier schon Wüstenlandschaften gesehen, wir haben hier sehr, sehr kahle Berglandschaften gesehen, wir haben hier Wälder und Grün gesehen. Also in Mexiko scheint es wirklich alles zu geben. Und wenn man Mexiko hört, dann denkt man nur an das, was man irgendwie im, keine Ahnung, in Breaking Bad gesehen hat. Ja, irgendwie Wüste und ein paar Drogenhändler und so. Aber es ist ja viel mehr im Endeffekt. Jetzt hat er noch versucht gestartet, uns zu überholen. Mal gucken, ob er es jetzt schafft. Ja, jetzt hat er es geschafft. Wunderbar. Mexikanisches Essen ist übrigens auch mega geil. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ihr müsst ein bisschen schärfer abkönnen, aber wenn ihr das könnt, richtig, richtig gut. Da ragte ein Ast so ein bisschen in die Straße rein, deswegen habe ich mal so einen kleinen Bogen gemacht. Ja, 50 Meilen die Stunde, das ist jetzt natürlich auch keine berauschend schnelle... Oh, guck mal, der Fluss, ich glaube, das ist der, über den wir gerade drüber gefahren sind, führt so da unten rechts noch in dem Tal parallel zur Straße. Das ist ja mega geil gemacht. Richtig, richtig cool. Also das könnte bis jetzt tatsächlich mein Lieblingsabschnitt auf dieser Map hier sein. Okay, das hat gepasst. Ich muss mich hier wirklich, wenn ihr mal hier in der Perspektive guckt, sehr dicht rechts an der Leitplanke halten, damit ich nicht den Gegenverkehr abschieße mit meinem Trailer. Das hat doch bis jetzt ganz gut funktioniert. Jetzt halten wir uns aber wiederum relativ weit links. Andererseits, wenn da wieder ein LKW kommt, der die Kurve schneidet, haben wir ein Problem. Aber wenn wir mit unserem Trailer neben der Straße landen, haben wir auch ein Problem. Hier haben wir anscheinend auch noch irgendwelche Firmen, die wir beliefern können. Sieht aus wie ein Sägewerk oder sowas. Könnten wir jetzt hier links abbiegen? Boah, das würde ich mit dem Trailer, glaube ich, nicht einsehen. Ja, wobei so steil... Ach, keine Ahnung. Vielleicht werden wir es ja noch irgendwann rausfinden, wie steil es da runter geht in irgendeinem der kommenden Videos. Wenn ihr übrigens andere Sachen im ATS sehen wollt und nicht immer nur Projekt Reformer, dann schreibt es mir gerne unten rein und dann machen wir auch was anderes. Ich weiß zwar nicht was, da wäre dann ein Vorschlag auch wieder cool an der Stelle. Aber da können wir auch gerne wieder irgendwas anderes finden. Wenn das Oklahoma DLC kommt, dann werden wir sowieso auch wieder Videos zum Oklahoma DLC machen. Ich denke, aber es könnte tatsächlich auch ein DLC sein, wo wir, ich muss hier links abbiegen über die durchgezogene Linie. Das könnte aber dann tatsächlich auch wieder ein DLC sein, oder was heißt wieder, aber das könnte ein DLC sein, wo wir wirklich jede Stadt im Video mal besuchen oder zumindest einen Großteil der Strecken mal in Videos abfahren. Weil es wird ja nicht so riesig sein und ich glaube, SCS hat sich noch nicht dazu geäußert, wie viele Städte es haben wird, aber ich glaube, es wird einfach nicht so unfassbar groß sein, weil der Staat Oklahoma ist halt auch nicht so unfassbar groß, ne, ist klar.
Und deswegen könnte das, finde ich, ein DLC sein, was wir so innerhalb von, ja, weiß ich nicht, aber halt, wo wir alles innerhalb der Videos abfahren. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und das wäre, glaube ich, auch mal wieder ganz cool. Texas habe ich tatsächlich relativ wenige Videos zu gemacht. Ich konnte einfach, also es tut mir leid, ich konnte es aber nicht abwarten. Ich fand das Ding so cool und dann musste ich es einfach für mich fahren. Und deswegen habe ich gar nicht so viele Videos dazu gemacht und so und wollte einfach alles sehen. Aber im Endeffekt sind die Texas-Videos tatsächlich sowieso gar nicht mal so gut auf dem Kanal angekommen. Wobei man sagen muss, dass die ATS-Videos grundsätzlich nicht so gut auf dem Kanal ankommen wie die ETS-2-Videos. Und das finde ich schade, weil der ATS ist für mich, würde ich mittlerweile sogar sagen, ja, ich würde mittlerweile sogar sagen, dass der ATS mir nicht nur momentan, sondern generell mehr Spaß macht, ohne jetzt irgendjemanden verschrecken zu wollen. Aber es ist halt ein bisschen entspannter, es ist ein bisschen cooler, es ist ein bisschen auch exotischer, vielleicht auch abwechslungsreicher. Also ich würde eigentlich gerne den Kanal so weiterlaufen lassen. Wir werden mindestens ein ATS-Video die Woche haben und wenn irgendein DLC rauskommt, dann haben wir vielleicht sogar mal mehr. Aber das müsst ihr entscheiden. Und wenn ihr die ATS-Videos aber feiert, dann könnt ihr die gerne auch mal irgendwo teilen. Wenn ihr wisst, da sind Leute, die sind auch Fans vom ATS, die würden da auch gerne Videos zu sehen, was auch immer, dann könnt ihr das gerne an die Leute schicken, damit der Kanal vielleicht auch nochmal ein bisschen wächst und sowas, weil... Wobei, das Kanalwachstum ist eigentlich momentan ziemlich gut. Ich kann mich nicht beschweren, aber noch mehr ist natürlich besser. Und deswegen wäre es geil, wenn ihr die Videos teilt. Auch wenn ihr mal ein Like da lasst oder sowas. Oder wenn ihr vielleicht noch gar nicht abonniert habt, ein Abo da lasst. Ich bin ja eigentlich niemand, der über sowas spricht und am Ende von jedem Video sagt, lasst ein Like da und so. Aber wäre tatsächlich ganz cool. Ist aber auch jetzt genug Eigenwerbung. Also da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Jedes Mal, wenn ich irgendwie versuche, Eigenwerbung zu machen, dann... denke ich mir, Alter, das ist doch, das macht doch keinen Spaß. Weil eigentlich denke ich mir, wenn die Leute das, was ich hier mache, gut finden, dann werden sie es sowieso liken. Dann werden sie sowieso ein Abo dalassen, dann brauche ich hier nicht irgendwelche riesen Reden schwingen. Das ist eigentlich so meine Meinung dazu. Da steht einfach mal so ein Reifen rum. Okay, cool, grüß dich. Springen wir das Einparken? Ja, komm, wir überspringen das Einparken. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.